Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Weiter geht's mit SQL. Wir sehen hier wieder die Standardabfrage Select All from Customer. Was ich euch diesmal zeigen möchte, ist das Schlüsselwort Distinct. Was wir jetzt hier kriegen, wenn wir Select All from Customer machen, dürfte klar sein, wir kriegen einfach die komplette Tabelle, dass ihr nur noch mal seht, wie die aussieht. So, und wenn ich jetzt hier First Name eingebe, dann kriegen wir hier nur die Vornamen. So. Und jetzt sehen wir hier, dass wir zweimal George haben und wir haben zweimal James und wir haben mehrfach halt diese Vornamen. Und wenn ich jetzt hier Distinct eingebe, Distinct First Name, dann kriege ich wirklich nur jeden Vornamen genau ein einziges Mal. Wow, da waren ganz schön viele mehrfach drin. Okay. So, jetzt mache ich mal was anderes. Was passiert jetzt? Select Distinct ID und First Name. Nun gut, da habe ich wieder alle 50 drin, weil hier diese ID eben immer eindeutig sein sollte, was sie in diesem Fall zum Glück auch ist. Also wir haben hier wirklich IDs von 0 bis 49, also insgesamt 50 Sachen. Und deswegen, weil die sich niemals wiederholt hier, werden auch einfach alle aufgerufen. Das bedeutet natürlich, wenn ich wenn ich jetzt hier Distinct eingebe, dann hat es einfach keinen Effekt. Ich könnte es genauso gut weglassen, weil diese ID eben unique ist. Das heißt, da gibt es keine doppelten. Ah, ich habe es noch im Zwischenspeicher. Super. So, wenn ich jetzt aber hier sage Distinct First Name, dann könnte es ja sein, dass es ein Andrew, wie hieß denn der in echt? Moment ganz kurz. Muss ich gucken, wie der in echt hieß. Andrew. Da, Andrew Patterson. Ja. Ach, den gibt es natürlich nur einmal. Okay, aber hier haben wir einen George Miller und einen George Schneider. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt hier Distinct eingebe, Distinct First Name from Customer, dann kriege ich nur einen George, weil dieser Vorname ist ja doppelt und deswegen wird er nur einmal aufgelistet. Das heißt einfach, ich habe George in meiner Liste drin. Das Problem ist, dass ich nicht sagen kann, dieser George ist wirklich der George Schneider oder der George, was weiß ich, wie der andere hieß. Deswegen packe ich jetzt hier mal noch ein Last Name hinten dran und dann schauen wir, was passiert. Und dann kriegen wir hier nämlich schon deutlich mehr und ihr seht auch, die Dinger sind nach Alphabet jetzt geordnet. Das macht HSQL automatisch für uns. Normalerweise, oder es kann mal passieren, dass ihr das eingeben müsst. Manchmal wird es auch nicht gemacht. So, jetzt haben wir hier wirklich tatsächlich alle Kunden, die wir hier irgendwie drin haben. Also wir haben hier First Name, Last Name, also Anne Clancy und Anne Heiniger und Anne Mai. Das sind jetzt unterschiedliche. Davor war Distinct First Name einfach nur eine einzige Anne für 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Annes. Wir haben hier nur ein einziges Mal Anne drin stehen. Wohingegen, wenn wir jetzt hier eben den Last Name noch reinhauen, dann haben wir das nicht. So, wenn wir jetzt hier noch zählen, wahrscheinlich sind das wieder genau die 50, also das sind wieder alle dabei. Okay, wenn wir jetzt aber hier mehrmals eine einzige Person haben, ich mache einfach mal wieder All, dass wir sehen, was da so passiert ist oder was da überhaupt so drin steht. Wenn wir jetzt hier schauen und wir haben Leute doppelt drin stehen, haben wir da sowas rein zufällig? Nein. Okay, zumindest finde ich gerade nichts. Wenn wir jetzt hier sagen, doch, wir könnten doch einfach mal gucken hier. Nee, leider nicht. Okay. Sagen wir, wir hätten eine Person, die wohnt an zwei unterschiedlichen Orten, also hat einfach zwei Anschriften. Zum Beispiel hier, die Susanne wohnt hier und gleichzeitig noch woanders. Dann würden wir die Susanne nur ein einziges Mal kriegen und nicht jede Adresse dabei haben. Okay. So. Ich glaube, das Wort Distinct sollte klar geworden sein. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist das Schlüsselwort Where. Und damit kann ich eine Suchklausel schon sehr, sehr gut auseinanderziehen. Also ich kann mir da wirklich was zusammenschreiben. So, jetzt kann ich hier schreiben Where. Und dann, also einfach dieses Schlüsselwort Where und dann hinten dran die Bedingungen, die ich gerne hätte. Also ein Spaltenname. Also zuerst kommt ein Spaltenname, ich schreibe das gerade einfach mal so hin. Dann kommt ein Operator und dann kommt ein Wert. Spaltenname, sage ich jetzt einfach mal hier, ist ID.
Apparator, naja, gleich. Und Wert, was hätten wir denn gerne? Sagen wir einfach mal 0. Was kriegen wir damit? Wir sagen, wir möchten gern alles von Customer, also von der Tabelle Customer haben, wo die ID 0 ist. Okay? Also sehen wir hier, wir kriegen ID 0, Janet May, Wohnort halt und dann die Stadt, wo sie drin wohnt. So. Und damit kann ich mir natürlich schon relativ viel zusammenschreiben. Also ich kann mir hier zum Beispiel auch sagen, where first name gleich Janet. Ups. Ja, natürlich. Es kommt darauf an, was will die Datenbank von mir? Was für ein, ja, es will die einzelnen Anführungsstriche. Das ist wirklich von Datenbank zu Datenbank auch tatsächlich unterschiedlich. Ist ein bisschen nervig, da muss man sich immer drauf einstellen, aber hey, es funktioniert. Da das ein String ist, müssen wir das natürlich hier in Anführungsstriche setzen. Die hatte ich einfach vergessen. So, und jetzt kriegen wir alle Janets, die wir haben. Also, wir haben hier eine Janet, hier, hier und hier. Nun ja, was kann das zum Beispiel für einen Sinn haben? Wenn ich jetzt hier sage, City ist gleich Oslo und dann das Ganze mal aussuche, dann kann ich zum Beispiel einen Fahrer, der gerade irgendwelche Lieferungen austragen muss, kann ich hier anweisen, okay, der Fahrer aus Oslo, bitte geht zu dem, 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 dem und dem. Oder ich kann mir auch einfach hier nur die Straße ausgeben lassen, denn ich weiß ja, es wohnen alle in Oslo und sagt dann, Fahrer, du musst dahin, 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 dahin und dahin. Plan dir deine Route, wie du sie gerne hättest. Also wird er wahrscheinlich zuerst die drei durchfahren und dann von mir aus die anderen drei irgendwie. Keine Ahnung, ich kenne mich in Oslo nicht wirklich aus. Aber ja, ihr seht, dieses Where ist tatsächlich von Nutzen und da kann man auch ziemlich viel mitmachen. Man kann diese ganzen Dinger sogar ja, schachteln. Aber dazu komme ich irgendwann später. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf diese Operatoren eingehen. Also ihr seht, hier muss einfach nur ein Spaltname hin und hier muss dann halt ein Wert hin, der in der Spalte drin steht. Strings sind so geschrieben natürlich. Zu Datentypen komme ich aber auch noch in einem anderen Video wahrscheinlich. Gut, jetzt aber noch zu den ganzen Operatoren. Ups, hätte gerne alles. Diese Operatoren, die können natürlich nicht nur gleich sein, sondern sie können auch größer gleich sein. Na, sagen wir 40. Hier. So, das heißt, ich habe hier einfach alles, was eine ID hat, was größer als 40 ist. Kann manchmal von Sinn sein, natürlich. Ja, wenn es ein größer gleich gibt, gibt es auch ein größer. Dann ist natürlich echt größer, also die 40 ist nicht mehr dabei. Wenn es ein größer und ein größer gleich gibt, gibt es auch ein kleiner und ein kleiner gleich, logischerweise. Da kriege ich dann alle von 0 bis 40 und von 0 bis 39. Ja. Sollte jetzt nicht wirklich euch überraschen, dass es das gibt. Hier gibt es natürlich dann auch noch ein Not Equal. Das Not Equal sieht ein bisschen anders aus wie in Java. Das sieht dann halt so aus. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher. Manchmal, also normalerweise in SQL ist es das Zeichen. Manchmal ist es das Zeichen. Und ich würde jetzt ganz gerne wissen, ob es. Hey, es funktioniert auch. Tatsache. HSQL ist cool. Das unterstützt beide Schreibweisen. Okay, also, falls ihr Probleme habt, benutzt das Zeichen und falls ihr damit nicht klarkommt, benutzt das Zeichen. Ihr müsst da wirklich aufpassen. Also die Datenbanken sind da echt nicht cool. Also wir sehen, wir nehmen alles von Customer, wo die ID ungleich 40 ist. Wir sehen, wir haben hier 39, wir haben 41, aber die 40 fehlt und wir haben es nach ID sortiert. Das heißt, wir können hier eigentlich durchschauen und sollten uns sicher sein, dass da die 40 nicht auftaucht. Gut. Ja, und dann gibt es noch, oh, da kann ich auch scrollen, warum kann ich das scrollen? Dann gibt es noch Folgendes, das ist jetzt ein bisschen komisch. Between. Naja, Between macht Folgendes. Between nimmt noch einen zweiten Wert. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal 42. Und ihr kennt ja das englische Wort Between, das heißt dazwischen. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann kommt natürlich ein Fehler. Ich schreibe hier einfach and noch rein. Und dann kriege ich alles zwischen 40 und 42, also jeweils einschließlich 40, einschließlich 42. Ja. Und dann gibt es noch zwei andere Schlüsselwörter, like und in.
Like sucht nach einem gewissen Muster. Das sollte dann ungefähr gleich sein. Das ist sehr, sehr schwammig. Like würde ich an eurer Stelle nicht benutzen. Und dann habe ich noch das Schlüsselwort in. Ja, da kann ich mehrere Werte spezifizieren. Also where ID in. Und dann habe ich hier quasi nochmal so eine geschachtelte Anweisung hier drin. Da werde ich aber noch wann anders drauf eingehen. Also das ist jetzt noch ein bisschen früh. Was ich euch sehr gerne raten würde, ist, spielt einfach mit der Datenbank ein bisschen rum. Ja, schaut euch einfach mal um, was ihr da so machen könnt. Und ich werde wahrscheinlich relativ bald noch ein Video hochladen. Oder ich habe schon hochgeladen, je nachdem, wann ich das hier hochlade. Wie man in dieses HSQL reinkommt. Ja. Gut. Okay, dann ja, bis zum nächsten Mal. Und da werde ich euch dann wahrscheinlich irgendwas anderes zeigen. Wahrscheinlich endlich mal, wie man irgendwelche Werte einfügt in eine Datenbank. Das könnte nämlich auch mal interessant werden, nicht wahr? Okay, dann liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und kommentieren könnt ihr sowieso jederzeit. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.